Servus, grüß dich und herzlich willkommen im LS17 auf der Ballymoon Map mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, wie es hier so weitergeht. Und ich habe jetzt eine Zeit lang vor mich hin überlegt, wie wir denn weitermachen könnten. Und bin auf die Idee gekommen, wir lassen es jetzt erstmal mit den Schweinen. Wir sorgen erstmal für Wiesen. Und wir haben ja da unten das Feld 19 letztens fertig gemacht. Das würde ich ja gern zur Wiese machen, das auf jeden Fall. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Das heißt, wir mieten uns mal einen Flug. Und dann nehmen wir einen. Oh Gott, der hat 2 Meter. Du hast auch 2 Meter. Du hast 3 Meter. Oder brauchst du so starke Maschinen? Was können eigentlich meine Traktoren? Moment, wir gucken erstmal, was können eigentlich meine Traktoren? Du hast 130, du hast 145. Und der Kleine, der hat weniger, gell? Der hat 88. Also 145 PS ist das Stärkste, was wir im Stall haben. Entsprechend sollten wir uns einen Pflug aussuchen. 85, 120, 180, der ist zu groß, zu groß, zu groß. Oh, der da. Ja, 170. Nee, geht auch nicht. Oh Gott, wir müssen 2 Meter Pflug nehmen. Das ist also schon wurscht, welchen, oder? Ich meine, was ist der Unterschied zwischen beiden? Dann beide 2 Meter. Dann nehmen wir den und machen das mit dem Kettenschlepper. Genau. Also wir wählen den hier und mieten uns den, weil ich brauche den nicht so oft im Flug. Den komm, scheiß drauf, den mieten wir. Entschuldigung. Machen wir einfach so. Okay, steht beim Händler. Da wollen wir es aber nicht. Das ist nämlich ein netter Händler, wenn man da was mietet und sagt, hey, Alter, ist eh so teuer. Hier 1040 für so einen Flug. Dann sagt der Händler ab und zu, upsi, ja dann liefere ich dir den halt. Wenn es unbedingt sein muss, dann liefere ich dir den halt. Ich sage jetzt, ja, das muss unbedingt sein. Also liefer mir den bitte mal zum Hof. Dankeschön, da ist er. Und dann nehmen wir ihn hier. Ich finde den einfach so cool, ich weiß nicht, warum ich den so cool finde. Und dann tun wir mit dem pflügen. Ich glaube, das könnte lustig werden. Und dann machen wir da eine Wiese. Da sind wir schon wieder auf Feld 19, gell? 2, 3 Folgen nur Feld 19. Ist das nicht langweilig? Naja, mei, was willst du machen? Wir können ja mal gucken, ob wir einen Helfer pflügen lassen können. Mal schauen, ob der das schafft. So, das solltest du eigentlich abkönnen, ohne Probleme, oder? Ja, dicke, gar kein Thema. Na, haha, das ist eine coole Maschine. Muss nur kurz umdrehen. Wir können ja mit dem fast. Das muss ich mir von außen anschauen. Ja, geil, oder? Echt schon cool. Also, weißt, macht irgendwie einen guten Eindruck, das Gespann. Weiß nicht wieso. Ups. Wir könnten ja da den Helfer pflügen lassen. Dann pflügen wir mal das Feld. Dann können wir es nämlich, glaube ich. Wiesen, also ist wurscht, ich mache das auf jeden Fall. Ich pflüge das, damit deine Wiese draus wird. Ob das jetzt. Und da ist noch das Ding drin, das brauche ich natürlich nicht. Moment, das war die falsche Taste. Da machen wir es mal so, kurz weg. Schauen, wie das aussah. Ja, es ist die Frage, kann er das, der Helfer? Wahrscheinlich kann er das schon, oder? Können wir das überhaupt? Können wir pflügen? Na, wollen wir pflügen? Das ist. Geht eigentlich nicht gut, aber schauen wir mal. Aber eigentlich habe ich keine Lust, das ganze Feld allein zu pflügen, wenn ich ehrlich bin. Das muss dann schon der Helfer nachher machen. Wir pflügen hier erstmal so ein bisschen lustig vor uns hin. Und eigentlich soll es der Helfer machen, wenn ich ehrlich bin. Schau mal, das macht überhaupt keinen Spaß, oder? Das ist auf Dauer, das ist. Oh nee, ich glaube nicht, dass es uns auf Dauer Spaß macht. Was der Flug dann macht, macht auf Dauer auch keinen Spaß. Das, mit dem musst du echt rückwärts rangieren. Das ist ja wieder mal. Ja, warum auch nicht? Ich muss hier nochmal kurz ein bisschen besser ansetzen. So, probieren wir es mal.
Ja, dann lass mal da nur und dann guck mal, was wir machen. Wir könnten ja trotz allem schon mal dann unseren Hänger holen und Schweinchen kaufen, aber dann haben die armen Viecher nichts zu fressen. Das ist natürlich auch blöd. So, absenken da hinten. Wie weit geht denn das Feld eigentlich da raus? Werden wir gleich sehen. Bis daher ungefähr. Alles klar. Gut. Ja, wie gesagt, Wiese und dann ist alles gut. Wiese macht hier Sinn. Allein weil das Feld ja so eine dermaßen blöde Form hat. Und deswegen, ja, finde ich, glaube ich, ist es ganz in Ordnung, dass wir da Wiese machen. Und deswegen pflügen wir das jetzt mal gescheit um und dann säen wir da Gras an. Ich weiß es echt nicht, ob wir halt pflügen müssen, aber ich mache es halt einfach mal. Nur damit wir auch mal einen Pflug in Einsatz sehen. Und ja, mei, weiß schon, gell. Wir könnten das eigentlich auch tatsächlich so machen. Fahren wir einmal außen rum. Leichte Kurven darfst du ja machen im Flug, ne? Ich glaube dann die engeren Kurven an sich nimmer, aber es müssen wir da eh noch einmal kurz zurücksetzen, habe ich so das Gefühl. Weil wir da hinten noch nicht alles, noch nicht ganz den Rand erwischt haben. Schaut so aus, ja. Okay. Dann machen wir es doch hier nochmal. Haben wir jetzt den Rand komplett, oder? Hoffe ich mal. Ja, ich würde mal sagen, ja, Hammer. Haben wir es erwischt. Passt schon. Okay. War mal wieder die falsche Taste. Ja, pflügen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das so schnell mal wieder mache. So, jetzt ziehen wir hier den Rand kurz sauber. Und dann setze ich oben auf die gerade Strecke den Helfer an. Ich glaube, der Traktor würde ja auch aus dem See wieder rauskommen. Wir werden sehen. Aber ich denke, das macht. Ja, doch. Das macht dann der Helfer für uns. Häng. Bin ja mal gespannt, wie der das kann. Ehrlich. Da ist der See, ne? Das ist halt genau das Problem. Der See ist das Problem. Und deswegen hätte ich ja eigentlich schon gern eine etwas größere Dings. Drei Vorgewände, aber ha, da kann ich alles haben im Leben. Aber wenn es ist, muss man halt aus dem See rausholen, oder? Mei, da hilft ja alles nichts. So, wir ziehen hier mal noch eine Spur. Dass wir die Ränder haben. Und dann, ja, kümmern wir uns um anständige Sachen. Bereiten wir schon mal die Schweinchen vor, während wir hier eine Wiese machen lassen. Das ist doch eine gute Idee. Weil bis wir dann Kühe haben können, das dauert eh noch ein bisschen. Da müssen wir noch Silage machen, so ein Zeug, ne? Weißt ja, das dauert dann immer ein bisschen. So, dann bin ich ja gespannt, ob der Helfer mit dem Flug überhaupt richtig umgehen kann. Dadurch, dass der ja da irgendwie. Das war jetzt eigentlich. Wo bin ich eigentlich jetzt hingefahren? Umgeschickt. Dadurch, dass der ja so als Anhänger mehr oder weniger zählt, könnte das schon spaßig werden. So, ich würde sagen, so stellen wir uns hin. Ja, sagen wir, Go Helfer. Warte mal, Stopp Helfer. Wie war das? Shift H. Ja, und zwar hätte ich dich gerne in einer auf Abfahrt. Genau. Okay. Jetzt darfst fahren. Das ist für mich keine Auf-Abfahrt, da wird es ja schlecht dabei. Was macht denn der? Also pass mal auf. Kreisfahrt aus. Eieiei. Okay, alternativer Helfer aus. Der scheint mir gerade nicht viel zu helfen.
Es hat ja da so einen saublöden Kreis gemacht. Ich hoffe, dass der normale Helfer jetzt damit noch zurande kommt. Schauen wir mal. Also ehrlich, fährt der da im Kreis, der Spinner? Aber das schaut auch schwierig aus. Ich glaube, der bremst gleich. Scheint zu klappen. Jetzt wird spannend. Spannend, Teil 1 kommt. Eieieiei, du. Der Flug ist blöd. Na okay, aber scheint zu klappen. Okay, scheint zu klappen. Wir springen mal, ja, warum nicht in ihn, genau. Und schau mal, was die Schweine brauchen. Weiß ich nämlich nicht auswendig. Wasser, Wasser steht bei den Schafen. Okay. Stroh, Körnermais, Weizen, Raps oder Sojabohnen haben wir auch einen Haufen und Zuckerrüben. Alles klar. Hängt da noch der Hänger dran? Jawohl. Tuda, wo stehe ich hier eigentlich? Ey, perfekt. Dann suchen wir mal den Schweinestall, oder? Noch ein Stück zurück, bitte. So, jetzt. Wir haben gesagt. Ach, Weizen oder Gerste brauchen die auch noch. Okay. Weizen haben wir 35, Gerste 20. Nehmen wir mal einen Weizen mit für die Schweinchen. Das sollte reichen, wenn wir uns ja nicht übertreiben. Brauchen wir nicht zu viel, weil wir haben ja noch gar keine Schweine. Aber ich möchte erst ein bisschen Futter dort haben für die armen Tiere. Und jetzt suchen wir unseren Schweinestall. Das wird spannend. Schweinestall ist hoffentlich da drüben. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn nicht, dann gehen wir suchen. Das da müsste doch der Schweinestall sein, oder? Steht da? Ja, wir probieren es jetzt mal. Komm. Da hüpft die Mauer vor Freude. Jawohl. Wir gucken jetzt mal hier rein. Also ich denke, das hier ist eine komplett falsche Einfahrt, oder? Nee, nee, gar nicht mal. Warte mal. Lass uns da mal schnell zu Fuß suchen. Okay, das ist irgendein Hof, ne? Da ist nichts drin, kannst wieder zugehen. Nee, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Das ist auch noch irgend so eine Halle. Okay, cool. Und hier aufmachen. Kann man auch nur durchfahren. Was ist da? Nix. Okay. Oder? Upsa. Nee, ich glaube, das ist nichts. Einfach zu plagget. Das sind keine Schweine hier. Da steht ein alter Hänger spazieren. Ich habe keine Ahnung, wo die Schweine sind. Doch, da sind die Schweine. Doch, schau her, da sind sie doch. Feeding ist hier. Okay. Machen wir auf da. Ah, zum Durchfahren. Cool. Hier wird er verfüttern. Mal auf da. Der Traktor nudelt da hinten irgendwo. Okay. Also hier ist Füttern angesagt. Was ist dann da? Oh, was haben wir da Schönes? Ach, da kommen die. Ach, da gibt es ein Schweinefutter. Okay. Cool. Und da kommt der Mist raus. Auch gut. Und hier gibt es Wasser und Stroh. Na, meinetwegen. Und die Schweine selber, die wohnen da drin, oder? Hier wohnen die Schweinchen. Ja, da wohnen die Schweinchen, genau. Gut. Wissen wir schon mal ungefähr, wohin mit dem Zeug. Spannend. Das ist immer spannend, ne? Hier. Ich meine schon fast, du bist am falschen Fleck und dann bist du plötzlich doch komplett richtig. So, wo kann ich hier eigentlich irgendwo durchfahren? Ah, hier, genau. Und der andere tut pflügen. Ganz wichtig. Aber da wäre auch noch Straßeneinfahrt gewesen. Nur mal gucken.
Oh Gott, ist das ein Hof hier. Eieiei. Dann schauen wir mal, wie viel Weizen wir jetzt da reinkriegen. Irgendwo muss doch mal das Abkipp-Symbol kommen. Da ist es. Da war's. Hab's gesehen. Und da ist es. Ja. So vielleicht? Toll. Okay. War nicht viel. Und wir müssen da hinten wieder raus. Das ist aber schon eng. Hier. Na? Hm. Mal da hinten raus. Und wo kommt das Wasser hin? Oder haben wir Diesel? Da können wir tanken. Ist auch gut. Wir können auch so rumfahren. Okay. Schweinefutter. Was ist denn Schweinefutter? Das steht hier überhaupt nicht, oder? Das ist ganz was anderes. Keine Ahnung. Dann fahren wir mal da raus und gucken, wo wir da hinkommen. Ah, alles klar. Wurscht, wie rum wir da fahren, ne? Irgendwie schon, genau. Es ist nicht weit weg, Gott sei Dank. Das ist schon mal ganz schön was wert. Und ja, so, jetzt haben wir einen Weizen. Den Rest, warum hänge ich ihn eigentlich immer ab, wenn ich, schlimm. So, dann wieder unter das Röhrl. Und was kriegen wir jetzt da noch raus? Weizen hätten wir, dann brauchen wir Sojabohnen, kriegen wir hier noch, Körnermais und Zuckerrüben. Wow, sind das für die Zuckerrüben. Körnermais brauchen die Schweinchen auch, ne? Ja, Körnermais steht explizit extra dort. Das ist ja schon blöd. Ja, gut, dass wir hier noch was haben. Reicht eigentlich auch schon wieder, gell? So viel brauchen die ja gar nicht. So viel brauchen die ja gar nicht. So. Dann schaffe ich nicht. Sonst bin ich gerade gegen das Mikro gestoßen. Entschuldigung, wollte ich nicht. Das wäre mir jetzt eng gerade geworden. Fahren wir lieber so rum. Der andere ist noch im Flügen. Sieht man nicht. Okay. Ja, dann. Jetzt weiß ich, was ich zwischen dir und der nächsten Folge mache. Ich fühle die Schweine auf. Eigentlich hätte ich ja unten rumfahren können, gell? Eigentlich ist es wurscht, ich kann ja oben da reinfahren, oder? Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Da müssen wir reinkommen. Ja. Knapp. Aber machbar, sehr gut. Aber was ist jetzt Pickfood? Warum kann ich da so Zeug reinschmeißen und gibt dann extra Pickfood? Schon wieder. Oh, gerade so. Das hätte ich fast zu wenig drin gehabt. Schön. Haben sie Mais? Haben sie Weizen? Holen wir mal die Zuckerrüben. Davon schmeißt man ein paar in den Stall und ein paar schmeißt man in diesen Schweinefuttermacher rein. Ich hoffe, der braucht hier auch noch Kartoffeln. Sondern dem reicht eine Sorte. Werden wir noch schnell gucken. Und dann gucken wir auch noch schnell, was der andere macht. Der pflügt noch fleißig, steht da oben dort. Gut. Wir stehen drunter. Dann holen wir jetzt noch schnell Zuckerrüben. Dann nehmen wir jetzt ruhig ein bisschen mehr mit, den ganzen Hänger voll. Ein paar schmeißen wir in den Stall und ein paar versuchen wir in diesen Schweinefutter-Fred reinzuhauen. Warum nicht?
Aber wir fahren wieder einmal außen rum. Warum nicht, gell? Eben. Ja, schau mal, der scheint ganz gut zu pflügen. Passt schon. Ich glaube, der macht es schon. Der macht es besser als ich auf jeden Fall. Gibt noch keine Meldung, dass irgendwas schlecht läuft. Passt auch. So, da la, jetzt fahre ich aber unten nein. Das Schöne ist, dass auf den Privatstraßen eigentlich nie Verkehr ist. Wenn ich da auch noch drauf aufpassen müsste, wäre schon schlimm. Ja, gucken wir erstmal, ob wir da auch Zuckerrüben reinkriegen. Oder ob man die drüben reinbringen muss. Ich habe keine Ahnung. Aber so kennt man mich ja, ne? Null Peil von nix. Keine Ahnung davon am ganzen Haufen. Halt. 2 Gold. Das war verdammt wenig. Gut, davon brauchen die also anscheinend äußerst wenig. Wie schaut's da jetzt aus? Okay. Mais brauchen die am meisten. Die fressen am meisten Mais. Oh, die brauchen auch noch Stroh. Und natürlich Sojabohnen. Aber die haben wir ja. Jetzt kippen wir mal den Rest da hinten rein in diesen Futterfried. Wenn ich wüsste wie. Lass mich das Teil mal angucken. Einfach da reinkippen, oder? Ja, wahrscheinlich. Offloading Sugar Beet Potato. Pickfood. Jo, machen wir mal. Lass uns mal gucken, was das Schweinefutter denn ist. Lass uns mal gucken, wie weit der Trick... Alter, da ist er schon. So, du kannst jetzt auch während ich... So, du schmeißt das jetzt da schön rein hier, ne? Du brauchst beides, oder? Schaut fast so aus. Kann ich dich irgendwo anschalten? Muss ich dich anschalten? Läufst du so? Keine Ahnung. Können wir mal ein F1 kurz anmachen? Silo-Einstellung, manueller Start. Keine Ahnung. Halt, was war da? Ja, wo starte ich dich denn? Mit R? Ah. Aber er macht trotzdem nichts. Kartoffeln, Zuckerrüben, 14%. Produkte, Schweinefutter. Info, Kartoffeln, Zuckerrüben. Ach, du brauchst beides, alles klar. Okay, wir brauchen Kartoffeln. Wir brauchen Kartoffeln. Wie kommen wir jetzt an Kartoffeln? Säen, ja, ich weiß. Säen. Kartoffeln legen. Kartoffeln sät man ja nicht, die legt man ja, ne? Wir könnten natürlich mal ganz kurz gucken, ob ein aussehender Nachbar für uns. Schaut mal das ganze Zeug hier aus, was wir nicht brauchen. Mich interessieren momentan gerade nur Kartoffeln. Da auf der 14 hätten wir Kartoffeln. Sonst nirgends. Doch, da oben auch noch. Okay. Und wie ist hier das Wachstum? Es ist grün. Hier die 14, da die 27. Die 27 ist da beim Kreisverkehr, oder? Nah bei der Transport, das ist da hinten bei die Schafe. Da hätten wir noch einen kleinen, oder? Was bist du hier? Du bist auch Kartoffeln. Die 32, die wird mir eigentlich momentan gerade mehr taugen, wenn ich ehrlich bin. Da gucken wir mal kurz hin. Pass auf. Das machen wir noch schnell in der Folge, machen wir ein bisschen länger. Lass uns mal schnell zu 32 schauen. Ich glaube, das ist am geschicktesten, wenn ich da durchfahre, oder? Ja, und wenn man dann auf die Straße guckt. Die 32, ach, die ist da oben beim, ja, alles klar, beim Händler. Beim Händler.
Dann gucken wir mal, ob wir uns die kaufen können mit der Frucht drauf. Das darf man nämlich taugen. Sollte das aber eigentlich funktionieren, hätten wir Kartoffeln. Dann brauchen wir die nur ernten erstmal und uns nicht drum kümmern. Könnte natürlich gleich so einen riesen Kartoffelacker nehmen, aber nee, machen wir nicht. Dann könnten wir Kartoffeln machen. Für die Schweine, für das Kartoffeldingens, weißt schon da. Das hätte mir eigentlich besser gefallen, wenn es das da gewesen wäre. Na, das muss wieder so ganz weit weg sein. Menno. Das hier ist es, oder? Ja. Ach, das ist direkt da beim Händler. Alles klar. Haben wir gleich. Und dann gucken wir noch, wie der Pflüger unterwegs ist. Und dann war es das. Für heute. Das Feld ist es. Oh nee, die Hecke ist echt, oder? Ich wollte mich jetzt da einfach nur auf die Seite parken. Ah, diese Kollisionen sind manchmal schon schlimm. Dann parken wir es halt hier an die Seite hin. So. Was kostest du? Okay. Ich brauche dich nicht, Feld. Ich brauche noch keine Kartoffeln. Das so groß ist doch das überhaupt nicht. Ey, ist ja blöd. Das ist das kleinste von allen auch noch, oder? Ach da, die 4 wäre es auch noch gewesen. Besuchen wir mal schnell die 4. Das ist ja noch größer. Ja, sage ich doch. Das ist ja noch größer. Ja, das ist blöd. Da kommen wir nicht hin. Dann springen wir noch mal schnell zu unserem Flugmenschen und gucken, wie der... Ach, schau mal. Der hat ja schon die Hälfte geschafft. Und hat hier mit dem See auch keine Probleme gehabt bis jetzt. Jetzt, wenn wir dabei sind, hat er welche. Pass auf. Ah, nee. Ist der mit seinen Ketten? Der macht es einfach, oder? Gut, dann müssen wir das selber nochmal durchflügen, da wo das Zeug einfach so diese Löcherlein lässt. Das passt aber. Ist schon in Ordnung. Das sieht man sie besser, als wenn es am Rand wäre, ne? Ach, das macht ja richtig toll. Da oben ist auch noch so ein größeres Loch. Das ist wahrscheinlich durch den Kreisverkehr von vorhin. Jo. Alles klar. Ah, Flug. Gut, das mit den Kartoffeln, das schenken wir uns jetzt erstmal. Das heißt, wir könnten uns das Zeug ausleihen und hier Kartoffeln machen, selber. Auf unserem Feld. Wie gesagt, das wird Wiese, definitiv für die Kühe und natürlich auch, ja, für die Kühe in der Hauptsache und für Silage machen, so ein Zeug. Genau. Ja, und mit den Bildern, wie er hier schön so am Rumötteln ist, kann ich das eigentlich, hatte da irgendeine Taste, weiß ich nicht mehr, ist auch egal. Da hätte man das Ganze wegmachen können. So, nein. So, nein. Keine Ahnung. Ist ja egal. Okay. Ja, dann, wie gesagt, war es das für die Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier die Sachen zu den Schweinen rüberfahren, dass die anlaufen können, wenn wir sie dann kaufen. Und dann werden wir nächste Folge eventuell mit ein bisschen Glück Wolle verkaufen können. Ja, könnte man vielleicht jetzt sogar schon. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, geht die Wolle gerade einen Bach runter. Na hier, oh, geht der Preis ganz böse runter. 10.000 ist schon ein Haufen oder 11 ist schon ein Haufen Zeug, aber könnte besser sein. Vielleicht geht er wieder rauf, werden wir sehen. Alles klar, bevor ich mir jetzt komplett festquatsch. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.